Wir haben über 90 Minuten viel richtig gemacht. Haben wenig zugelassen. Ich glaube, Pauli hatte die erste Tormöglichkeit in der 90. Minute durch den Schuss von Meier. Ja, wir haben St. Pauli als spielstarke Mannschaft hier erwartet, die, warum auch immer, relativ abwartend agiert hat im ersten Durchgang. Die haben uns kommen lassen, wir konnten in Ruhe das Spiel aufbauen, haben dann aber nicht so gut vorne den Ball kombinieren können, haben aber nichtsdestotrotz zwei Riesentorchancen und ja, die müssen gegen so einen Gegner dann halt auch einfach rein. Ich weiß nicht, ja, jetzt stehen wir da, gucken uns an, so richtig kann ich das Unentschieden auch ehrlich gesagt noch nicht zuordnen. Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit ist uns nicht so viel eingefallen, haben eine super Torchance durch Chris Hemlein. Ja, aber ich denke, am Ende ist es ein gerechtes 0:0 mal wieder. Ja, jetzt müssen wir in Frankfurt einfach nachlegen. Ja, wir arbeiten alle gut gegen Ball, das fängt vorne an. Wir schmeißen uns zur Not in alles, was kommt, manchmal auch mit Verlusten, aber ja, wir müssen halt unsere Defensive weiter genauso stabil halten wie jetzt und dann zielstrebiger nach vorne spielen, weil da waren ein paar Kontermöglichkeiten, die wir nicht gut ausspielen. Klar, es ist noch verbesserungswürdig, aber man sieht, in jedem Spiel ist es sehr schwer, gegen uns Tor zu schießen. Ich glaube, St. Pauli hatte keine nennenswerte Torchance, die man aufzählen kann. Wir wollen defensiv kompakt stehen und dann mit schnellem Umschaltspiel ja, den Gegner ärgern. Wie gesagt, das hat heute auch ein, zweimal geklappt, aber ja, der Ball wollte wieder nicht über die Linie. Aber jetzt die Abwehr da im Vordergrund zu stellen, ist, glaube ich, auch falsch. Wir verlieren als Team zusammen und wir gewinnen zusammen. Und ja, heute haben wir wieder 0-0 gespielt. Die 0 steht für uns Abwehrspieler und unseren Torwart ist es natürlich ja, ein gutes Gefühl. Aber ich hätte auch gern 2-1 gewonnen. So ist es nicht. Ja, wir haben 21 Punkte nach 18 Spielen. Ich denke, das ist in Ordnung. Wir hatten genau zur Halbzeit 20 Punkte. Wir wollen so schnell wie möglich 40 Punkte erreichen, damit wir den Klassenerhalt haben und damit wir nächstes Jahr wieder zweite Liga spielen. Ja, ich glaube, wenn jeder gesagt hätte, wir hätten 21 Punkte nach dem Spieltag hier, glaube, hätten wir unterschreiben können. Aber wenn man auch ehrlich ist, wir hätten ein paar mehr Punkte haben können. Die Punkte, die wir da liegen lassen haben nach den 2:0-Führungen, jedes Mal ist sehr ärgerlich. Aber gut, wenn wir so spielen wie in den letzten Wochen, dann brauchen wir keine Angst haben. Wir sind absolut im Soll, wir stehen über den Strich. Und ja, jetzt heißt es am Freitag nochmal alles rausholen. Danach 2-3 Wochen die Körner aufladen und dann heißt es die Rückrunde voll Gas geben. Aber ich denke, wir als Mannschaft und auch im Team kann man durchaus zufrieden Weihnachten und Silvester feiern. Und ja, das wünsche ich natürlich den Fans auch.